Moin Michi. Moin. Was ich mir gestern Abend gedacht habe. Gute Nacht. Später dann. Aber davor, es müssten eigentlich viel mehr Menschen in Spielen krepieren. Das ist, glaube ich, eine Meinung, mit der viele konform gehen. Sterbt, ihr Schweine! Also nee, aber nicht storybasierten Spielen. Spielen. Also was man in Spielen kennt, ist, man selbst stirbt. Ja? Dark Souls sterbe ich relativ häufig. Ja. Und was man auch kennt in Spielen, andere sterben, weil ich dafür sorge, dass sie sterben. Mhm. Was mir aber gestern so aufgefallen ist, als ich mit wachsender Freude Enderal wieder weitergespielt habe, es gibt kaum Spiele, die irgendwie dir dramaturgisch den Tod nutzen. Sondern entweder ist es ein Gameplay-Element, also sowohl jetzt entweder bei dir, weil du stirbst, weil es schwierig ist, oder weil du eben hunderte Monster, was weiß ich, über den Jordan schickst als Gameplay-Element. Yeah. Aber als Story-Element gibt es fast eigentlich immer nur diesen einen total dramatischen Tod von einem Hauptcharakter in einer entscheidenden Schlacht, wo man noch kurz sagt, okay, ja, es ist deadly serious hier. Ja? Also jetzt mal, aber wow, einer ist gestorben. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist der Gears of War. Ja? Ich glaube, der zweite Teil war es. Ja. Ne? Wo, mit seiner Frau da. Oder? Ja, auch, wo du es halt schon mal Meilen gegen den Wind... Und du meinst im dritten Teil das mit auch, Dom. Ja, Dom oder Frau, ohne dass wir jetzt hier viel spoilern wollen. Ja. Er ist schuld. Ja. Ja, aber das ist halt echt krass. Und in Enderal ist es wirklich so wie in Game of Thrones. Ja, das jederzeit eine es ist einfach eine total dramatische Gesamtsituation. Ja. Ja, die Welt ist ein Krieg, da sind überall Intrigen, das hältst du dir auch ständig rein. Es gibt eine fiese Krankheit, es gibt ganz, ganz viele durch die Story legitimierte Gefahren und du weißt ganz genau, es kann jede Sekunde völlig unvermittelt passieren, dass ein liebgewonnener Charakter, sei es ein Love Interest, also jemand, wo du halt sagst, wir zwei, ja, und dann auch noch Christoph im Spiel, ja, sie weiß das zu schätzen, wenn du ihr ein Kompliment machst, ja, plötzlich das Zeitliche segnet. Oder jemand, mit dem du auf eine Abenteuertour gehst und halt denkst, ey, der ist so elementar wichtig für die Story, der wird mich bis zur Endsequenz begleiten, plötzlich durchdreht und dann das Schwert gegen dich erhebt. Ich glaube, wo ich d'accord gehe, ist, ich mag das sehr, wenn es dieses Gefühl gibt, dass niemand sicher ist. Ja. Und das motiviert mich dann halt auch besonders darauf zu achten. Oder halt auch das wertzuschätzen, die Zeit, die man mit den Charakteren hat, so ungefähr. Aber ich hasse es dann natürlich immer, wenn das dann passiert. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, sind jetzt keine Story-Charaktere, aber in XCOM. Wenn in XCOM irgendwie einer von deinen liebgewonnenen Soldaten verreckt, da muss ich mich selber zwingen zu sagen, jetzt lade ich den Spielstand nicht neu, der war nicht so elementar wichtig für meinen Fortkommen, ich lasse den jetzt aus dramaturgischen Gründen sterben. Ja. Oder auf der anderen Seite, was diese Telltale Walking Dead Spiele machen, wo ja auch alle Nase lang einer stirbt. Aber auch da gehört es ja so zum, auch da ist es schon, ja, das ist jetzt ein Spiel, in dem viele sterben werden. Ja, auch da gehört es ja zum Konzept. Ich finde ein anderes gutes Beispiel, wie mächtig der Tod als erzählerisches Element sein kann, ist auch The Banner Saga. Ja. Weil du ja auch da die Charaktere wirklich lieb gewinnst, weil sie eben nicht nur wie in XCOM und so reine mechanische Vehikel sind. Und das ist halt das, warum es dich in XCOM ärgert, weil du als Spieler letzten Endes versagt hast. Weil du da sagst, oh Gott, der hätte jetzt nicht sterben müssen. Und in The Banner Saga triffst du ja Entscheidungen auch, auf Basis dessen sie sterben. Und du weißt, vielleicht hättest du es auch verhindern können, aber im Story-Kontext ist es jetzt logisch, dass er gestorben ist. Das sind alles sehr dramatisch. Er geht quasi den Orkus runter. Ich glaube, wir sollten nicht mal weggehen, das soll irgendwie jemand anders. Noch besser ist das wohl.